Der Glockner Trail ist ein Bewerb im Rahmen des Großglockner Ultra Trails. Ich stellte mich der Herausforderung von 57 Kilometern, 3200 Höhenmeter hinauf und 3800 wieder runter. Der Start erfolgt in Kals am Großglockner in Osttirol. Das Ziel wartet in Kaprun im Salzburger Binzgau. Fast ein Jahr lang habe ich mich mit Hilfe meines Trainers Gerhard Eder von Fit mit Bricks auf diesen einen Tag vorbereitet. Egal wie schnell ich gelaufen bin, egal wie hart die Stunden im Gym waren, egal wie hoch ich hinauskam und egal wie viel Höhenmeter ich trainiert habe. Alles kam full circle für diesen einen Tag, den 29. Juli 2023. Mein erster Glockner Trail. Ja, hallo Freunde und recht herzlich willkommen hier bei Ich am Weg, unterwegs mit Peter. Wir wagen heute das Projekt Großglockner Ultra Trail, 57 Kilometer und ein paar Höhenmeter. Und ja, wir befinden uns hier im Mittersil, es ist noch zeitig in der Früh und ja, ist passabel, würde ich sagen. Gell? Deswegen würde ich vorschlagen, tun wir unsere Kräfte mobilisieren und dann fahren wir rüber nach Kals. War mittlerweile in Kals angelangt und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt und auch das Wetter scheint optimal zu halten. Und wir stellen uns hier gerade die Frage, wer ist nervöser, ich oder meine Eltern? Oder wir? Aber wenn es mal losgeht, nachher geht's los. So, jetzt mittlerweile da Startareal, noch geht's mir gut, noch habe ich keinen Meter gemacht. It's Showtime! 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ja! Und los geht's! Und los geht das Abenteuer! Ich dachte irgendwie, ich glaube, es war eine Wegänderung. So, die ersten Meter geschafft. Marie und Anne sind auch da. Und sind wir nur mehr 55 Kilometer. Ich hab sogar schon Grieß auf Hammer. Wuhu! So, wir sind unterwegs. Neben mir, das ist Sam. Hallo Peter, an der Kamera. Ja. Er macht 110 Kilometer, er kam ins Unwetter, hat sich auch ein bisschen verletzt leider. Es ist ein wahrer Held, a true hero. Next bei mir, wow. Ah, ja, bald kommt der erste richtige Anstieg und dann geht's rauf und es ist jetzt schon richtig cool vom Wetter. Schon der Weg zur Glora-Hütte könnte schöner nicht gezeichnet werden. Nur Spaß! Ah ja. Und auch den Großglockner, Österreichs höchsten Berg, habe ich noch nie aus einer anderen Perspektive gesehen. Ein Vormittag, wie er im Buche steht, besser hätte dieser Trail nicht anfangen können. Glora-Hütte erreicht, 2642 Meter. Ah, das war schon super darauf. Toller Einstand, 11 Kilometer jetzt ungefähr und 1100 Höhenmeter. Ist schon ordentlich raufgegangen. Das ist am Stück jetzt schon mal das meiste an Höhenmetern. Das ist gut, bin super in der Zeit. Jetzt geht's Richtung Salmhütte, Stockerscharte und dann geht's schon Richtung Stausee. Also, weiter geht's. Thank you.
Der Weg zwischen der Chlora- und Salmhütte verläuft durch einen felsigen Graben. Wir tauchen nun ein in die Welt des Nationalparks Hohe Tauern. Ja, von da hinten sind wir gekommen. Naja, aber hat schon passt. Mittlerweile da bei der Salmhütte. Auch schon wieder, glaube ich, so auf 2700 oder sowas. Aber jetzt auch die Kluft hier geschafft. Und jetzt kommt ein wunderschöner Teil, nämlich hier entlang des Höhenwegs. Da können wir wieder ein bisschen Gas geben. Der Wiener Höhenweg ist gespickt mit steilen Abgründen und kniffligen Bergpassagen. Die Stockerscharte ist der höchste Punkt des Höhenwegs und der Blick auf die Pasterze, den Glockner und den Stausee ist atemberaubend. Zeit für einen ersten schnellen Downhill. Ja, liebe Freunde vom Radlwadl, ich bin heute da beim Glocknerhaus. Und heute ist ganz ein besonderer Tag, nämlich heute ist der Glockner Ultra Trail oder Glockner Trail. Und ein Freund von mir, der Peter vom Kanal Ich am Weg unterwegs mit Peter, ist mit dabei von der Partie. Und wenn ihr euch das anschaut, das sind alles Helden da, die was da rauf und runter sausen. Und wenn man da hinaufschaut, jetzt blinkt dieser, da geht's rauf. Insgesamt ist das, sind die Tour 55 Kilometer und ja, was wird wie viel Höhenmeter, ich weiß es nicht, aber das sind die wahren Helden, die was da sich aufkämpfen und tausende von Höhenmeter hier absolvieren. Und wir warten jetzt, bis der Peter kommt. Lang dauert es nicht mehr, dann ist er da. Der wilde Hund aus Wien, der Peter. Voller Spannung, warten wir auf ihn. Wo ist er denn, der Peter? Bravo. Hier war Peter! Juhu! Hast nicht mehr weit! Was? Da! Yeah, 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 yeah! Super! Oh. Mittlerweile jetzt hier beim Glocknerhaus nach 20 Kilometer, sagen wir jetzt einmal. Und ja, mit der besten Boxenstopp-Crew, die man sich vorstellen kann, nämlich Mental Coach. Wieder mal da. Er sagt immer, oben war schon Zierball. Das Zierball, genau. Aber wir sind natürlich nicht allein mit dabei. Hallo, ich grüße euch. Vater Joe und der Obercoach. Genau. So, jetzt haben wir sich gestärkt, das tut schon gut, wenn man weiß, dass da wer ist, der auf einen wartet. Und ja, mit dieser Energie geht es jetzt weiter. Aber jetzt geht es dorthin, wo wir schon mal waren. Kann mich nichts mehr überraschen, glaube ich zumindest. Da läuft er wieder, Gott sei Dank. Auf wie muss ich. Was geht, Peter? Ein Blick zurück zum Glocknerhaus und schon geht es los mit dem Aufstieg zur Pfandlscharte. Diesen Abschnitt kannte ich schon von meiner Bergtour auf den Spielmann zusammen mit Andi.
Beim Pfandlsee quere ich die ersten Schneefelder. Und dann stehe ich am höchsten Punkt des Glockner Trails, nämlich der Pfandlscharte, auf 2800 Meter. So, die Pfandlscharte ist erreicht. Jetzt geht's lange nur bergab und das ist jetzt auch notwendig. Das war schon zart. Jetzt, ich meine, es geht von der Energie. Aber trotzdem, ne? Aber jetzt, meine Lieben, jetzt. Ja, jetzt geht's nur bergab. Das freue ich mich jetzt. Das Pfandlscharten-Kees wird in diesem Jahr durch eine Schnee- und Eisplatte durchzogen. Der Abstieg war nur durch ein von der Bergrettung installiertes Seil möglich. Das ist sicherer, kostete aber auch in etwa 30 Minuten Zeit. Da hinter mir die Rutschpartie vom Pfandlscharten-Kees, das darf man echt nicht unterschätzen. Aber ein großes Shoutout an die Organisatoren, die tun da echt alles. Die haben da ein Seil runtergespannt, dass man runter kann. Haben mir die Schaufeln Stufen reingeschlagen. Also Hut ab, das ist wirklich großartig. Boah, aber ich bin froh, dass ich das überlebt habe jetzt. Der Downhill runter nach Verleiten ist der anspruchsvollste, aber auch zugleich der schönste Abschnitt des gesamten Trails. Man kann einfach nur staunen. Einmal vom hochalpinen Teil unten folgt ein weiterer langer Abschnitt bis zur Mautstelle der Großglockner Hochalpenstraße in Verleiten. So, sind wir ja da. Genau. Mittlerweile jetzt hier in Verleiten. Lass dich nicht täuschen, dort Quarten sind das ja, nicht ganz 35 Kilometer, aber es geht jetzt runter nach Fusch und dann kommt halt das letzte Stück nach Kaprun, da hast du dann halt nochmal beißen und ich habe wieder Unterstützung hier Hallo. Bekommen. Hallo! Und es ist anstrengend, ich habe die Bilder gesehen, aber es spielt mir heute wettertechnisch bislang eigentlich alles in die Karten, das heißt, ja, jetzt geben wir nochmal Gas und dann schauen wir, was rauskommt. Genau. Der Weg zwischen Verleiten und Fusch ist für mich sehr angenehm. Und trotz der Kilometer und Höhenmeter in den Beinen kann ich diese Strecke beinahe durchlaufen. Schon in Verleiten lerne ich Kevin aus Deutschland kennen, den ich in Fusch wieder treffe. Er sollte später noch eine ganz entscheidende Rolle spielen. So, jetzt hier in Fusch, letzte Labestelle und jetzt sind es noch 15 Kilometer, sagt man. Wird ein bisschen ein eventueller Wettlauf gegen die Zeit, vielleicht das noch regnet, muss man schauen. Aber wie gesagt, jetzt gibt es keinen Rückzieher mehr. 15 Kilometer noch, jetzt wird geliefert. Kurz nach Fusch fegt ein orkanartiger Gewittersturm über unsere Köpfe hinweg, was ein Weitergehen schlicht unmöglich machte. Auch hier mussten wir in allem wieder ca. 30 Minuten Wartezeit in Kauf nehmen, ehe es weitergeht.
Der letzte Aufstieg über den Rettenbachkopf wird zur Kraft- und Nervenschlacht. Durch die Verzögerungen kam ich wesentlich später vorwärts und infolgedessen auch in die Nacht hinein. Ja. Gut, du darfst aber auch nicht vergessen, wir sind seit 7.30 Uhr unterwegs und haben auch schon ein paar Höhenmeter hinter uns. Es ist geschafft. Dass ich gesund und halbwegs munter im Ziel ankomme, verdanke ich Kevin. Die letzten 3 Kilometer nach Kaprun werden über einen sehr steilen Waldsteig absolviert. Ich hatte keine Stirnlampe dabei und war auf Kevins Hilfe angewiesen, der mir den Weg über den dunklen, steilen, teils felsigen und glitschigen Steil leuchtete. Gemeinsam stiegen wir über die Ziellinie und waren froh, uns am Ende gegenseitig ins Ziel motiviert zu haben. Ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe den Glockner Trail gemeistert. Ja, auf jeden Fall muss ich mich noch bedanken beim Kevin, der sein Licht war in der Dunkelheit. Das wäre sonst ohne ihn nicht gegangen. Das muss man schon an dieser Stelle sagen. Ziel, die Zeit ist vollkommen egal. Es war nicht so ungefährlich heute. Vor allem jetzt in der Nacht nachher, gell? Also danke dir nochmal. Wie heißt die Mama von Niki Lauda? Elisabeth. Weg. Ja. Unbeschreiblich. Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen Eltern und Andi bedanken, die mich vor Ort unterstützt haben. Aber auch bei meinem Trainer Gerhard, der mich perfekt dafür vorbereitet hat. Und natürlich bei euch allen, die ihr mich mit Nachrichten und Kommentaren unterstützt habt. Vielen Dank. So, mittlerweile wieder in mein Quartier. Wollte ich mich kurz nochmal melden. Er war doch schon ziemlich K.O. am Schluss und es war sehr anstrengend. Und wie gesagt, den Kevin habt ihr vorher gesehen. Ohne den wäre es auch nicht mehr gegangen. Aber das Ding ist hier, das ist das Wichtigste. Über die Zeit braucht man gar nicht reden. Das ist wurscht, ihr habt die Bilder gesehen. Also, unglaublich. Jetzt muss ich aus meinen Schuhen raus. Das wird das Nächste. Weil ich habe schon gemerkt, dass mir da Blasen aufgegangen sind. Das muss ich jetzt dann auch reinigen nochmal. Jedenfalls das Projekt. Ich habe es durchgezogen, trotz der Verzögerungen. Fandelschattenkäse und Unwetter. Aber das Ding ist da. Das Ding ist da. Und das ist für mich die Hauptsache. Und es geht mir jetzt in Umständen entsprechend gut. Morgen wird es mir wahrscheinlich weniger gut gehen. Aber ihr kennt es ja. Schmerz vergeht, Stolz bleibt. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Reinschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns schon, nachdem ich erholt bin, bald wieder, wenn ich wieder am Weg bin und ihr mit dabei. Also dann, gute Nacht.